Hallo und einen wunderschönen guten Abend aus dem Bayerischen Wald. Ich mache jetzt gerade das Video, weil mich schon, oh Gott, dieses wunderbare Päckchen erreicht hat und ich das morgen endlich ausprobiere. Ich bin letztes Jahr mit Fana Austria in Kontakt gekommen und die Gabi von Fana war so freundlich und hat mir eine Sauschutzhose und die dazu passende Jacke zugeschickt, die ich letztes Jahr ausprobieren konnte und mit der ich sehr, sehr, sehr zufrieden war. Weshalb wir gesagt haben, wir führen dieses Jahr die Kooperation fort und jetzt habe ich ein wunderbares Paar Schuhe bekommen. Ich bestimmt diese Schuhe vorher mal eingelaufen haben, getragen haben. Weshalb ich morgen eine kleine Wandertour mit den Schuhen machen werde. Es handelt sich hierbei um den Sirius STX Bergschuh. Das war das Modell, das mir empfohlen worden ist, für auf die Jagd zu flüchten. So sieht das Ganze aus, wenn man es dann aus der Schachtel rausbekommen hat. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man es aus der Packung rausholt. Dafür, dass die Schuhe so grob aussehen, sind sie überraschend leicht. Das habe ich eben schon gedacht, als ich das Päckchen hier hochgetragen habe. Ich weiß, das ist nicht so ganz vernünftig. Mein Plan ist morgen, den Proller Panoramaweg zu wandern. Das ist hier in der Ecke Viehstach, wo ich bin. Wow, und es ist jetzt schon, man hat super viel Halt drin. Also ich bin denn, so sieht das aus. Ich bin bisher immer mit den ausgetragenen Wanderschuhen meiner Mutter auf Drückjagd gewesen. Das war an sich auch immer okay. Nur letztes Jahr gegen Ende der Saison hatte ich halt immer Wasser in den Füßen oder an den Füßen. Und mir haben irgendwann auch die Fersen wehgetan. Das war unter anderem auch ein Grund, weshalb wir uns jetzt für das Modell entschieden haben. Der Sirius soll wohl schön Halt hier an den Seiten geben. Und die Ferse ist wohl gepolstert, sodass es angenehmer ist, drin zu laufen. Ganz ehrlich, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so wertige Schuhe anhabe. Also einen habe ich schon mal an, der zweite folgt. Geschafft. Ihr seht es gerade nicht. Tada! Ich bin also super gespannt, wie es damit morgen wandern sein wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Gute Nacht soweit erstmal. Henry hat katzenartig diese Box schon mal für gut befunden. Morgen. Wir starten die Wanderung hier an der Kirche von Kollenburg mit dem Wanderweg 21. Henry ist auch bereit. Nach 4 Kilometern sind wir jetzt aus dem Wald raus und jetzt geht es erstmal ein bisschen über die Wiesen. Mein äußerst nahrhaftes Frühstück vom Campingplatz. Ah, und eigentlich hatte ich meine Wanderung gerade dann schon abgeschlossen nach Kilometer 6, weil ich das hier vorgefunden habe. Aber glücklicherweise waren auch die Forstmenschen direkt hinten dran, so dass ich einfach durchgehen konnte und ein bisschen frisch gefällte Nadelbäume riechen durfte. Und jetzt geht's einfach ganz normal weiter. Ich bin so 2 Stunden unterwegs, sollte also so 8, 9 Kilometer geschafft haben schon und sollte auch kurz vorm Gipfel sein. Ich weiß es aber nicht genau. Die Sache mit der Ausschilderung der Wege und mit Wanderkarten, das ist nicht so ganz mein Ding. Aber wie gesagt, ich sollte gleich da sein. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier. Ziemlich rot im Gesicht und ziemlich geschwitzt, weil es schon relativ steil hochgeht und da noch weitergeht. Aber mal schauen, wird schon hinhauen. Auf jeden Fall meine Füße, die sind in Ordnung.
Ja, ich merke sie, aber es ist alles noch so im Rahmen, dafür, dass ich die Schuhe das erste Mal anhabe. Auf dem Gipfel angekommen und ich kann die wunderbare Idylle des Bayerischen Waldes genießen. Jetzt noch die tatsächliche Aussicht. Ist leider ein bisschen diesig. So, wir sind zurück im Auto. Das waren jetzt 15 Kilometer auf 4,5 Stunden, also keine Glanzleistung. Ich habe mich auch zum Ende hin verirrt, weil ich einfach keine Schilder mehr gefunden habe. Aber wie gesagt, wir haben das Auto wieder gefunden. Hund ist in einem Stück dabei, meine Füße sind in einem Stück dabei, die Schuhe haben sich bewiesen. Also alles gut.